an diesem Bild nicht könnt ihr's mir sagen. Ich bin mit einer grünen Schwester geschlagen. Und meine Mom ist gerade im Weltall wie immer. Denn hat von allem, was hier läuft, keinen Schimmer. Raus ich über Sahnezug. Nun seh ich grad tot und vorwärts genug. Niemand versteht mich, es ist schwer zu erklären. Und ich verliere den Kopf und kann mich nicht wehren. Ihr seht, ihr wer als Freund zu mir steht. Doch keiner sieht, was ihr seht. Jimmys fantastische Welt. Vertauschte Körper. Hey Robin, gehen wir am Wochenende in Multiple Choice? Wow, ich glaub's nicht. Du fragst mich, ob wir ausgehen wollen, ohne 10-mal M zu sagen. Gute Idee. Ja, ich weiß, du bist beschäftigt. Wie war das? Guten Morgen, meine jungen Amerikaner. Hey Craig, Jimmy und ich werden uns zusammen Multiple Choice ansehen. Hä? Ja? Hat die gefälschte Ausweise? Weil der Film ein U hat. Mit anderen Worten, ungeeignet für Kinder. Wieso? Da kommt so ein ungeeignetes Wort drin vor. Wow. Und auch noch das Wort. Wow. Tut mir leid, aber wir können nicht in den Film. Hey, wieso ziehst du so ein Gesicht, mein Freund? Liebeskummer? Ja. Ah, du warst gerade im Begriff, bei ihr zu landen. Und dann stellt sich raus, dass sie nichts weiter als eine Stange Dynamit mit Perücke ist. Das haben wir doch alle schon erlebt. Ich noch nicht. Nein, ich hatte Robin fast so weit, dass sie mit mir in den Film kommen wollte. Echt, wenn ich doch nur ein paar Jährchen älter wäre. Schnell die Tür zu, bevor sie mich sieht! Wer? Meine Klavierlehrerin. Ich habe ihr gesagt, ich übe den Perky Squirrel Rag, aber ich habe es nicht getan. Versteck mich! Robin, findest du nicht auch, dass das etwas, wie soll ich sagen, verrückt ist? Du kennst Miss Plattner nicht. Wie oft muss ich es dir noch sagen, Robin? Du kannst weglaufen, aber dich nicht verstecken. Nicht verstecken. Oh, hi, Miss Plattner. Schöner Schal. Habe ich heute Unterricht? Komm mir nicht mit blöden Ausreden. Ich habe gesehen, wie du vorhin aus dem Fenster geklettert bist. Dafür habe ich eine Erklärung, wenn Sie mich nachdenken lassen würden. Oh, hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Und jetzt möchte ich den Perky Squirrel Rack hören. Du hast ihn doch geübt, oder, Robin? Ich fürchte, die Sache ist die. Miss Plattner, naja, es geht nur um den Papagei. Könnten wir Ihren Vogel nicht erst einmal in die Küche bringen? Immer wenn ich einen falschen Ton spiele, schreit er mich an. Aber deswegen habe ich ihn doch mitgebracht. Hey, Sunny, ich weiß, dass du ein Ganove bist, aber vielleicht bist du deswegen gerade der, den ich jetzt brauche. Red weiter. Okay, ich würde mir gerne einen Film ansehen, aber ich bin minderjährig. Hast du hier irgendetwas, das mich älter aussehen lassen würde? Vielleicht kommen wir damit der Sache näher. Nein. Was ist das? Das ist ja eklig. Das ist der Beckenknochen des ersten prähistorischen Menschen. Ich habe ihn etwas ergänzt, und zwar mit hochintelligenter und bemerkenswert günstiger japanischer Technologie. Wenn er aktiviert ist, verleiht er dir das Erscheinungsbild eines Erwachsenen. Man kann auch Süßigkeiten damit herstellen. Pfefferminz? Oh nein, danke. Ken, bist du soweit? Unsere Reservierung. Was machst du da? Luisa, der Vogel ist unglaublich. Er kann eine Unterhaltung fortsetzen. Pass auf. Halte ich 3 Finger hoch oder sind es 5 Finger? 5 Finger. Siehst du? Er kann sogar zählen. Ach, komm schon, Ken. Er wiederholt nur das, was du sagst. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Danke, dass du auf meiner Seite bist. Das Ding ist irgendwie angsteinflößend. Na schön, dann lass es sein. In 4 Jahren kannst du doch Robin in jeden Erwachsenenfilm mitnehmen. Und was sind schon 4 Jahre? Und wenn es dann zu spät ist? Immerhin ist sie dann 18. Ja, und vermutlich geht sie dann schon mit Moose Medley, dem College Quarterback. Okay, wie schaltet man den Knochen ein? Er wird durch Wünsche betrieben. Du musst deine Hand auf den Knopf legen und mir dann Folgendes nachsprechen. Ich will nicht mehr ich selbst sein. Ich will nicht mehr ich selbst sein. Ich ebenso wenig.
Plan funktioniert. Ich bin der Größte! Sunny! Was hast du getan? Ich habe nur unsere Körper vertauscht, mein Lieber. Jetzt kannst du dich mit Robin verabreden. Aber so wird sie kein Interesse an mir zeigen. Natürlich nicht. Kein Mädchen wird dich toll finden. Dafür bist du einfach viel zu unsympathisch. Du wirst andere Interessen entwickeln. Sehen wir es mal positiv. Diese Cartoons werden mich bald zu einem berühmten Trickfilmzeichner machen. Hallo, meine gewinnbringenden Spielgefährten. Sunny, du musst uns wieder zurückverwandeln. Ich möchte nicht mehr ich selbst sein. Ich möchte nicht mehr. Wieso funktioniert das nicht mehr? Weil ich jetzt damit zufrieden bin. Ich muss mir nur etwas anziehen, was ein bisschen bequemer ist. Robin, kann ich kurz mit dir reden? Ja, ich will aber nicht mit dir reden, Sunny. Ich bin nicht Sunny, ich bin Jimmy. Und ich habe mit ihr gesprochen. Was starren Sie denn so auf mich? Ich bin nicht Robin. Ja, ich bin. Ah! Nein, nein, das bin ich nicht. Ich bin alt. Oh mein Gott, euch ist das auch passiert? Denkt nach, wolltet ihr vor 5 Minuten vielleicht jemand anders sein? Oh, vor 5 Minuten habe ich gedacht, ich würde alles dafür tun, wenn ich keine Klavierstunde haben müsste. Dad! Hilf mir! Hier geht irgendetwas Merkwürdiges vor sich. Sag mir, dass das bloß Einbildung ist. Ah! Oh, Mann! Wo zum Teufel steckt Luisa? Wir werden noch zu spät kommen. Ken, können wir jetzt gehen? Jetzt geh ich. Gut. Bevor du gehst, du musst unbedingt Nein, wissen... Nein, Sunny, du bekommst von uns keinen T-Rex mit Ninja-Training, während wir nicht zu Hause sind. Du kannst fragen, so oft du willst. Dafür reicht das Familienbudget nicht. Wartet, Yancy. Ich bin nicht Sunny. Ich bin's Jimmy. Ha, ich bin von keinem ein großer Fan. Okay, da wir uns dasselbe Gehirn teilen, sollten wir uns anfreunden. Hat jemand Lust auf einen genialen Slapstick? Okay, ich weiß nicht, wie das Leben mit Jimmy war, aber ich will nicht, dass mich jemand von euch anrührt, klar? Das gehört sich nicht. Das ist verrückt. Nichts für ungut. Also, ich wollte in einen Film gehen, der nicht freigegeben ist. Deswegen hatte ich Sunny gebeten, mich altern zu lassen. Aber statt mir nur ein paar Jährchen anzuhängen, hat er mich in sich verwandelt. Und Dad ist ein Papagei. Ja, und dieser Bagel ist Mom. Und ich bin die Straße. Und gleich werde ich auf mir spazieren gehen, das wird toll. Bis dann. Das fühlt sich klasse an. Mein Rücken lässt sich biegen. Meine Zähne sind bombenfest. Und ich könnte tanzen wie ein Teenager. Dun-da-da, dun-da-da. Ich kann jetzt jahrelanges Schwurfen nachholen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, wir müssen uns sofort zurückverwandeln. Wenn jemand sie so sieht, denkt er doch, das bin ich. Oh, Robin, es tut mir so leid. Wenn ich eins daraus gelernt habe, dann das, dass ich sowas in Zukunft lasse. Oh, Jimmy, beruhige dich. Wir gehen jetzt hoch zu Sunny und sagen ihm, dass wir nicht glücklich damit sind. Er soll uns sofort zurückverwandeln. Gute Idee. Entschuldige, Robin. Irgendjemand ist ja wohl ganz gerne der, der er ist. Deine Klavierlehrerin rennt mit deinem Körper davon. Oh, Damon, hinterher. Positiv betrachtet ist mein neuer Körper grandios. Teuflischer Plan ist bald vollendet. Ich werde mit Cartoons die Welt regieren. Aber zuerst muss ich mich noch mit euch anfreunden. Fangen wir mit dir an, schräger Vogel. Ich bin ein Erdhörnchen. Macht meine Pläne nicht kaputt. Was soll's. Vergessen wir das mal, ja? Wir sind alle etwas hektisch hier. Macht irgendetwas Komisches. Vertraut euren Eingebungen. Gut. Vertraut nicht auf eure Eingebungen. Offensichtlich muss ich für die Komik sorgen. Ich werde ein Drehbuch schreiben. Oh, Sunny, wir sind alle vertauscht worden. Du musst uns zurückverwandeln. Keine Chance, Kumpel. Das würde nur funktionieren, wenn wir beide unzufrieden sind. Und soweit ich das sehe, müsste ich selber ziemlich gut drauf sein. Und das gilt auch für Robins Körper. Dann müssen wir sie holen, damit sie ihre Meinung ändert. Versucht's nur. Ich wünsche euch viel Glück. Und jetzt verzieht euch. Ich muss arbeiten. Hey, Leute, was ist... Jimmy... Wieso redest du wie Sunny? Nein. Ich bin Jimmy. Wir wurden vertauscht. Ah, ich verstehe. Hat euch die alte Hexe wieder mal verhext? Ich bin nicht alte Schwätzer. Sie sind ein Schwätzer. Schwätzerin.
Wer sind Sie? Deine Schwester. Meine Klavierlehrerin ist mit meinem Körper abgehauen. So kannst du kaum zu meiner Familie gehören. Komm, wir holen deinen Körper zurück. Na komm schon, Beeilung. Los, los, los! Ken, würdest du dich wohl benehmen? Wohl benehmen? Hey, du hast auf dem Spiegel in der Eingangshalle rumgehackt. Manchmal kann ich gar nicht glauben, wie tief du sinkst. Du stinkst! Jetzt waren wir überall! Sie ist weder in der Videothek noch im Süßwarenladen! Wir sollten langsam aufgeben! Warte, sie wird bestimmt hier sein! Sie konnte gar nicht genug davon bekommen zu tanzen, verstehst du? Wenn man das noch tanzen nennen kann! Ja, mir gefällt der Schuppen super! Oh, kommst du da wohl runter? Komm sofort da runter oder ich helf dir! Versuch mich doch zu fangen, lahme Ente! Mit deinen Hühneraugen hast du keine Chance! Diese Musik ist eigentlich bloß Krach, aber das ist mir egal. Bitte, gib mir meinen Körper wieder. Besorg dir doch Rollschuhe, wenn du hier eine Runde drehen willst. Okay, was soll's. Ich kann kleine Kinder nicht weinen sehen. Eventuell würde ich dir deinen Körper zurückgeben, wenn du auch etwas für mich tust. Ich tue alles. Ich würde mich gern mit einem Jungen verabreden. In deinem Alter habe ich so viel Zeit mit Klavierüben verplempert, dass ich darüber das Rumschmusen und Knutschen mit netten Jungs völlig verpasst habe. Ich werde dir ein Date besorgen. Was ist mit Jimmy? Craig! Von mir aus? Das finde ich überhaupt nicht cool. Sie ist nicht mein Typ. Sunny, du solltest lieber zu dieser Verabredung gehen, weil ich nämlich andernfalls Mom mein Tagebuch vom Freitagabend gebe und dann kriege ich, oder besser du, aber sowas von Ärger. Meinetwegen. Du bist mit allen Wassern gewaschen, Junge. Mann! Du siehst so hübsch aus wie ein glänzender Todesstrahl. Dankeschön. Willkommen im Schick-Cafeteria nach Einbruch der Dunkelheit. Salisbury Steak mit Pommes frites für die junge Lady. Und ein Taco-Schiffchen mit Krautsalat für den Gentleman. Als Beilage Röstis mit einer Empfehlung vom Koch. Oh, das muss schon lange her sein, dass ich mit so einem netten, süßen Jungen ausgegangen bin. Ist ja fantastisch. Aber ich habe erst noch so einiges mit meinen Cartoons zu regeln. Hey, kommt mal rüber. Seht euch die Drehbücher an. Ich bin Goldtar und komme aus der Goldtex-Galaxie. Und ich bin Taxtor und komme aus der Taxtex-Galaxie-Tor. Lasst uns um den 85. Stein der negativ-positiven Ninja-Kraft kämpfen. Stopp! Alles klar? Grauenhaft! Einfach unglaublich! Freut mich, dass dir das auch aufgefallen ist. In diesem Drehbuch geht es um einen Haufen Verrückter, die sich gegenseitig grundlos erschießen. Da fehlt einfach das Herz. Ja. Hey, wie wär's mit ein paar Laserkanonen? Hör schon auf, über Laserkanonen zu reden und tanz mit mir. Das ist, als würde ich hier mit meiner Mutter sitzen. Also dann. Ich frag mich, was die ganze Zeit da drin treiben. Das ist ihr Rendezvous. Was geht dich das an? Mir gefällt die Idee einfach nicht, dass Sunny mit dir verabredet ist. Er hat sich doch gar nicht verabredet. Das war doch lediglich meine Klavierlehrerin in meinem Körper. Ich fühle mich gereizt. Mir ist das unheimlich und ich bin durstig. Trink was. Was ist gerade passiert? Gar nichts. Hast du dich etwa gerade vor mir geekelt? Nein, nein. Oh doch, jawohl. Nur weil ich mal nicht in meinem Körper bin... Da findest du mich gleich eklig. Oh, das ist ja gut zu wissen. Das ist gut zu wissen, Jimmy Roberts. Oh. Nein, das verstehst du falsch. Ich mag nur keinen Apfelsaft. Komm zurück! Aber noch mehr erinnerst du mich an meinen dritten Ehemann. Okay, Tax, die Zuschauer müssen dir auch glauben, dass du den 15. Ring der Wirbelkontrolle zurückerobern willst. Hey, ist das Ding an? Huhu, zing! So was Albernes. Total daneben. Das Problem bei den Robotern ist, dass sie keine Mutanten sind. Au!
Sieht nicht so aus, als würdest du mir zuhören. Träumst du vielleicht von einem Kuss? Nein! Dein Traum wird schon bald wahr werden. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig! Ich werde dich sowieso kriegen. Meine Knochen lassen mich heute nicht im Stich. Gar nicht gut! Sofort aufhören! Halt dich bloß fern von ihr! Das habe ich ja versucht, aber sie ist hinter mir her! Behalte deine Lippen bei dir, du küssender Bandit! Robin, es tut mir leid! Ach, lass mich in Ruhe! Wieso bist du nicht mit deiner Freundin zusammen? Was ist denn mit euch beiden los? Er benimmt sich wie ein Idiot! Ein Idiot? Jimmy? Das glaubst du doch selbst nicht! Dankeschön! Er ist zu langweilig, um ein Idiot zu sein! Komm, wir diskutieren das jetzt aus! Na toll, Sunny! Sowas von oberflächlich, das halte ich nicht aus. Na, Robin. Er ist ein Teenager, meine Güte. Das muss doch nicht heißen, dass er nichts für dich empfindet. Oh, wirklich? Natürlich. Mädchen sind in dem Alter sehr verwirrend, ganz besonders, wenn sie im Körper einer älteren Klavierlehrerin stecken. Oh ja, könnte sein. Apropos, könnte ich jetzt meinen Körper wieder bekommen? Naja, mein Rendezvous war nicht gerade was Besonderes und eure Musik gefällt mir auch nicht. Es ist so viel Bum, 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 yeah, yeah, yeah. Das ist ein Argument. Aber glauben Sie wirklich, dass Sie ein zweites Mal Teenager sein möchten? Nicht zu vergessen, dieser permanente Druck. Und dann versuchen Sie mal, auf ein gutes College zu kommen. Vermutlich schon, aber... Miss Plattner, das Leben ist wie Musik. Sie können nicht immer wieder genau dasselbe Stück spielen. Wieso wollen Sie nicht auch den Schlussteil eines Werkes mit derselben Leidenschaft zu Ende führen, mit der Sie begonnen hatten? Mag sein, dass du recht hast. Das klingt so poetisch. Wieso höre ich nichts von dieser Poesie, wenn du Klavier spielst? Ganz ehrlich, ich hasse Klavierspielen wie die Pest. Und wenn du den fröhlichen Landmann spielst, dann kann ich diesen Hass hören. Der Letzte, der den Zauberknochen berührt, ist ein faules Ei. Ich weiß nicht, wohin sie will. Ich werde meinen Körper nicht tauschen. Also, ihr blöden Cartoons, ich war einfach zu nett zu euch. Wir sollten anfangen, Trickfilme zu machen, damit ich die Welt regieren kann. Na schön. Und dieses Mal macht ihr keinen Quatsch. Golly, hast du die negative Wirbelkanone? Na klar. In Ordnung. Und Dolly, hast du die Schwerter des Schmerzes? Verlass dich drauf. Sehr schön. Und Croco, du hast den Hammer der Titan, richtig? Den habe ich, Boss. Alles klar, und Tax ist genetisch mutiert in einen brutal brachial Barbaren. Oh, seht mich an, bin ich nicht wirklich mutantierend? Ting! Na schön, jetzt will ich die beste Gewaltszene aller Zeiten sehen. Was soll das werden? Zeigt mir endlich Cartoon-Gewalt. Sollen wir? Und los, Freunde! Hol euch der Teufel, Cartoons! Ich hab endgültig die Nase voll davon! Ich lass mich zurückverwandeln! Robin, es tut mir wirklich leid, wie ich vorhin... Du weißt schon, wie ich mich verhalten habe. Oh, ich verzeih dir, wenn du mir den Rücken rubbelst. Ich fühle mich, als hätte ich 80 Jahre lang durchgetanzt. Na klar. Oh, würdest du mal in meiner Tasche nachsehen, ob da noch Schmerztabletten drin sind? Na klar. Hier ist eine. Oh. Oh. Nein. Ich glaube, da stimmt was nicht. Was genau meinst du? Dass du zu alt bist oder ich nun mal Sunny bin und dass wir beide unter demselben Fluch stehen? Von jedem etwas fürchte ich. Ja, fürchte ich auch. Also, laut Anweisung müssen wir erklären, warum wir uns zurückverwandeln wollen. Weil ich dann mein ganzes Leben vor mir hätte, auf das ich mich freuen kann. Weil ich auf mein ganzes Leben zurückblicken könnte. Weil ich noch so jung bin, dass mir hin und wieder Fehler erlaubt sein müssten. Weil mir diese Trickfiguren immer wehtun. Diese unverschämten Biester. Ja, das stimmt. Weil ich meine Frau mehr liebe als diesen blöden Körnerstick. Ich bin ich. Mir geht's
wieder derselbe! Da wir gerade davon sprechen, dieser Vogel Körnerstick schärft nicht nur meinen Schnabel, er ist auch köstlich. Was? Darf ein Mann mit einer gewissen Persönlichkeit nicht mal einen Vogelstick genießen? Nein. Und was hast du so getrieben? Hör zu, Robin, ich... Du musst jetzt nichts sagen. Weil du mir vergibst? Ja, und auch weil du aus dem Mund einen üblen Geruch verbreitest. Oh. Sunny, was hast du gegessen? Ein Pfund vergammelten Käse. Nein, bitte, aufhören! Aufhören, Leute, das Kitzeln! Bitte, hört auf! Aufhören, Leute! Schön, dass du wieder bei uns bist.